Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Test Drive Unlimited 2, Teil 2, auf der PlayStation 2. So, ich werde heute einen, ja, man kann sagen, Mythos nachgehen, also zumindest auf PC funktioniert er, aber ich weiß nicht, ob er auch auf PlayStation 2 funktioniert und deshalb mache ich jetzt den, ja, zweiten Teil. Wir werden einfach mal sehen. Der Mythos lautet also, wie man auf die geheime Insel kommt. Die geheime Insel im Osten von Hawaii. Ich habe mir dieses sehr schöne Auto rausgesucht, voll getuned natürlich. Schöner Innenausstattung. Und werde aus dieser Perspektive fahren, weil man da mehr sieht von der Landschaft. Ich würde sagen, los! Irgendwie bin ich schlechter geworden. Entschuldigung, musste husten. Gucken, ob ich richtig bin. Ja, so ziemlich. Obwohl, nein, ich glaube, ich bin auf dem falschen Hügel. Ja, dieses Auto macht Lärm und fährt immer gegen Bäume. Sorry, ich musste noch mal husten. Ich bin irgendwie ein bisschen krank. Trotzdem mache ich diesen Part für euch. So, da seht ihr zwei Inseln, eigentlich sind es drei. Weil bei der rechten, da ist noch eine kleine dahinter. Ich meine die linke größere. Da wollen wir drauf. Mal gucken, ob's geht. Und ich befürchte nein, weil... Hier an dieser Stelle sollte jetzt so ein Eden Games Logo sein. So ein durchsichtiges, helles. Ja. Also wir können uns schon mal nicht auf die Insel teleportieren. Aber ich glaube, es gibt noch einen Trick. Aber der funktioniert nur in Test Drive Unlimited 2. Mal gucken, ob er auch hier geht. Das nennt man mal Rallye fahren. So, und dieser Trick, so wie ich gesehen habe, geht wie folgt. Wir stellen uns vor das Häuschen, drücken die Karte und drücken die Karte sofort wieder weg. Dann ist das Auto ja eine kurze Zeit unsichtbar, kann man sagen. Man kann durch alles durchfahren. Gucken, ob man durch das Häuschen kommt.
Okay, scheint schon mal nicht zu klappen. Okay, dann bin ich ratlos, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, was machen wir? Mal gucken, was könnten wir noch machen? Weil ihr, also halt alle Zuschauer, ihr müsst mir auch schreiben, am besten per Nachricht, was ich halt in den Videos machen soll. Ja, jetzt habe ich eigentlich kaum Stoff zum Filmen. Ich würde es schon so gerne machen, weil das auch richtig Spaß macht. Und weil es ein Grund ist, länger aufzubleiben. Zwinker, zwinker. Ja, meine bescheidene Autosammlung. Fast knapp 30 Autos. Alle Häuser. Wie das halt sein muss. Ich würde sagen, wir fahren einfach noch ein Rennen. Eins, das mir persönlich gefällt. Ich nehme einfach mal ein C-Klasse-Auto. Und suchen das Rennen. Eigentlich kann ich mich in dem Spiel gut orientieren, aber irgendwie klappt das in letzter Zeit nicht mehr. Wie man vorhin am Berg hier gesehen hat. Okay, jetzt hängt es. Ja, jetzt geht's. Ja, und meine Kamera ist nicht gerade die beste, was ihr sehr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Ja. Sorry, aber bald werde ich mir vielleicht eine bessere zulegen, also auch mit HD-Videos. Und das ist so, wie ich finde, das geilste Auto. Der Caterham CRS 260. Beschleunigt von 0 auf 100 in 2,6 Sekunden. Wenn ihr es nicht glaubt, dann guckt auf den Tacho. Rechts unten. Schlecht im Bild. Naja. Versucht drauf zu gucken. 100. Ist doch mal ein Wort, ne? Also, zu dem Rennen. Nein. Das Rennen finde ich auch ganz toll. Das Snake. Warum machen das? Das andere finde ich gerade nicht. Snake ist ein ganz tolles Rennen. Die Schlange. Fährt sich am besten mit einem Königsegg. CCR. Oder eine McLaren F1 LM. Voller Tuningstufe. Das Teil macht Spaß. Hört euch mal den geilen Sound an. Ist.
Okay, also dieses Rennen, ist diesmal ein bisschen schlecht gelaufen. Also meine reine Zeit ist ja sehr gut, aber ja, die Strafe halt. 7 Sekunden. Dieses Spiel habe ich jetzt auch schon sehr lange nicht mehr gespielt. Ja, und ich merke gerade, wir sind schon bei 10,5 Minuten. Und würde sagen, wir machen hier einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.